Geldadel, die Menschen und Volk, die Schafe. Norbert Nelze, für Rätedemokratie. Es ist eine perverse Welt, die das Volk, heute die Lohnabhängigen, seit 7000 Jahren im Schwitzkasten hat. Die Elite hält sich in der Tat für ausgereifte Menschen und die Arbeiterklasse für eine niedrigere Menschenart, wie der Homo erectus. Zu doof, um zu kapieren, was abgeht, aber noch fit genug, um zu arbeiten. Nachdem Friedrich der Große an Voltaire schrieb, Zitat, das Volk rudert im Schlamm seiner Vorurteile dahin, meinte Voltaire, dass jetzt die Herrschenden das Volk als Tiere unterhalb des Menschengeschlechts einschätzen. Das ist eine 7000 Jahre alte Klassenherrschaft, die sowohl der Elite als auch den Lämmern eingeprägt wurde. Heute glaubt die Elite selber daran, dass sie zum Führen geboren ist, weshalb die Elite auch manchmal offen oder halboffen über ihre Gangstertaktiken reden, in der Gewissheit, die Lämmer können das sowieso nicht verarbeiten. 80% aller Deutschen können schlechte Nachrichten nicht verarbeiten und schon gar nicht solche, die ihnen sagen, dass die Herrschenden es nur auf ihre Ausbeutung abgesehen haben. Da tun sie sich doch lieber, wie oft die Vergewaltigungsopfer mit dem Täter identifizieren und dann kann man das ja leicht ertragen. Und außerdem fällt dabei nach der Pferdeäppeltheorie für ihn als Spatz ja auch noch was ab. Den Begriff Lämmer für das Volk hatte das erste Mal Homer benutzt, lebte etwa um 850 vor unserer Zeit. Vergleich Professor Rainer Mausfeld, die Angst der Machtelite vor dem Volk. Link 1. Aus diesem Grunde war die bürgerliche Geschichte in der Renaissance Wiedergeburt ganz begeistert von den antiken Griechen. Nicht, weil sie die Demokratie lehrten, sondern im Gegenteil, weil sie die Illusionen einer sogenannten Demokratie lehrten. Thukydides 454 vor bis 399 vor unserer Zeit wies dann als erster auf die Notwendigkeit einer Ersatzdemokratie hin. Es müsse, Zitat, dem Namen nach eine Demokratie, in Wirklichkeit die Herrschaft des ersten Mannes, nach Professor Mausfeld auch des Bildes von ihm. Aristoteles 384 vor bis 322 vor unserer Zeit wies darauf hin, dass bei einer Demokratie, Zitat, die Armen, weil sie die Mehrheit bildeten, das Vermögen der Reichen unter sich teilen, Zitat Ende, was er ungerecht fand. Deshalb war er für eine sogenannte Demokratie, Zitat, die Herrschaft der Angesehenen und Besitzenden, eben da, was wir heute in Wirklichkeit auch haben, wenn wir von dem Firlefanz mit dem Gewissen bei der repräsentativen Demokratie einmal absehen. Meine Eltern und Großeltern waren Fabrikanten. Als ich als 14-Jähriger einmal erwähnte, dass ich schon will, dass alle Menschen in der Welt die gleichen Rechte und Chancen haben, sagte meine Großmutter spontan zu mir, du bist ja kein Mensch mehr.
Den Satz hatte ich damals natürlich in seiner ganzen Tragweite noch nicht verstanden. Aber ich wusste, dass das ihre Welt ist und meine Welt ist eine solidarische. Meine Eltern machten nämlich den Fehler, dass beide den ganzen Tag in der Firma waren und mich von einem Kindermädchen, also einer Arbeiterin, erziehen haben lassen. Und das auch noch in der DDR. Also keine Gouvernanten. Ich bin antikapitalistisch, antistaatskapitalistisch und zur Solidarität erzogen worden. Sie glauben so fest an die zwei Tierarten bei den Menschen, die einen seien zum Führen geboren und die anderen zum Dienen. Nur die Allerobersten wissen, dass dies ein notwendiger Fake ist, um die Lohnabhängigen auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Mir hat einmal ein Manager vom Vorstand bei AT 1972 erzählt, ich selber gehörte zum Stab, dass die Siemens-Manager nach Moskau zum Kapitalstudium geschickt werden. Also die Top-Leute in der Elite wissen schon, dass ihre Welt zu Ende geht. Die Elite darunter aber kann sich das nicht vorstellen, dass ihre Welt zu Ende gehen sollte. Und besonders die Vorherrschaft der USA. Sie glauben doch wirklich noch, China bei seinem Aufstieg zur größten Wirtschaftsmacht zu bremsen. Titelzitat: USA wollen im Iran den Aufstieg Chinas zur Weltmacht stoppen. Link 2. Unterhalb der Schafe kommen noch die schwarzen Schafe. Thomas Bien Barnett, Chefstratege in den USA, schreibt in seinem Buch The Pentagon's New Map. Link 3. Zitat: Die globalisierte Welt. Sie soll durch die Vermischung der Rassen herbeigeführt werden, mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Europa. Hierfür sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem durchschnittlichen IQ von 90. Zu dumm, um zu begreifen, aber intelligent genug, um zu arbeiten. Zitat Ende. An solchen Müll muss man fest glauben, sonst könnte man nicht so einen Quatsch schreiben. Von einem IQ von 90 bei einer hellbraunen Ethnie. Aber dass die Schwarzen dümmer wären, ist bei der amerikanischen Intelligenz sehr verbreitet. Und auch, dass sie mehr zur Kriminalität neigen würden. Aber genauso wie bei der Elite der Glaube an zwei Tierarten bei den Menschen verbreitet ist dieser Glaube auch bei 95% des Volkes verbreitet. Dies wurde dem Volk immer und immer wieder eingetrichtert, dass sie unmündig sind und komplizierte Zusammenhänge wie in der Politik nicht verstehen würden, bis sie es geglaubt haben. Deshalb darf der Abgeordnete nicht dem Beschluss der Partei folgen, sondern nur seinem Gewissen. Das Gewissen folgt natürlich nicht dem Wähler, sondern der Geldelite. Dem Wähler verspricht der die Abgeordnete das Blaue vom Himmel, folgt aber dann der Realpolitik, also den Reichen. Titelzitat: Jean-Claude Juncker. Wenn es ernst wird, muss man lügen. Link 4. Noch ein Titelzitat. Schäuble, auch wir bescheißen gelegentlich.
Link 5. Von Natur aus ist der Mensch solidarisch. In der Schule aber wird er ganz gezielt zur Konkurrenz hingezimmt. Die erste Aufgabe aller Fächer ist nicht die Vermittlung von Wissen, sondern die Disziplinierung. Deshalb verweigern die Arbeiterkinder oft die Bildung, weil sie spüren, dass sie damit auch lernen sollen, sich über den anderen zu erheben. Für einen, der zur Solidarität hin erzogen wurde, und das sind fast alle Arbeiterkinder, ist das Konkurrenzsystem ein ekelhaftes Prinzip. Zitat von Brecht. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links wohl rein, heißt es bei Brecht. Ich erzählte einem Krankenpfleger von den Betrieben ohne Boss und er meinte, das wäre gar nicht möglich, denn wir Arbeiter wissen gar nicht, wie man einen Betrieb führen kann. Ich erwiderte ihm, dass die Bosse dazu auch ihre Leute haben, die das machen. Ich selber bin graduierter Betriebswirt, verstehe mich als Arbeiter und war auch einmal Geschäftsführer. Dann zeigte ich ihnen den Film aus Argentinien, Fabriken ohne Chef. Link 6. Danach hat er zwar keine Einwände mehr gewusst, aber ich weiß, wenn er zur Tür hinaus ist, ist alles wieder vergessen. Das sitzt so tief, da kommt man nicht gegen an. Er ist eine breite, kämpferische Arbeiterbewegung, könnte seine Haltung ändern, weil er dann erst neue Erfahrungen machen könnte. Aber egal, es gibt schon in 16 Ländern selbstverwaltete Betriebe. Davon in Argentinien mit 62.000 Arbeitern und Frankreich mit 53.000 Arbeitern. Der erste Schritt zum Sozialismus, sagte Marx. Siehe, die Selbstverwaltung ist nicht mehr zurückzudrängen. Link 7. In Argentinien und Brasilien versuchten es ja die beiden von der Wall Street eingesetzten neoliberalen Helden Macri und Temer. Sie haben aber nur die Proteste und Demonstrationen erhöht. 1,2 Millionen Wählerstimmen hat schon das trotzkistische Bündnis, das die Betriebe ohne Boss mit aufgebaut haben. Wenn jetzt Trump mit seinem Protektionismus die Weltwirtschaft an die Wand fahren wird, wird sich die Selbstverwaltungsbewegung nicht nur in Argentinien überall hundertfach ausweiten. Für die ganz Ungeduldigen. Etwa 2020 werden sie auch nach Deutschland kommen. Während in Argentinien eine Doppelherrschaft der bürgerlichen Regierung und des Arbeiterrates entstehen wird. Der Arbeiterrat wird aus der jetzigen Koordination der Betriebe ohne Boss hervorgehen. Die Illusionisten und Repräsentanten haben dann endgültig fertig. Für immer. Norbert Nelson, Internationalsozialisten für die Reiterepublik.